Einen schönen guten Abend. Ja, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Wir gucken gleich mal, wie man denn da hinkommen kann, keine Angst zu haben. Und es wurden schon einige Fragen heute Abend hier gestellt. Ich fange auch mit einer Frage an. Das macht sich irgendwie ganz gut. Wer von euch würde sich zutrauen, hier oben auf die Bühne zu kommen und eine Rede zu halten? Oh ja, tatsächlich sind ein paar dabei. Sehr schön. Es sind aber auch einige dabei, die sich nicht trauen würden, ne? Du zum Beispiel hast dich nicht gemeldet. Wie wäre das, wenn ich dich jetzt hier oben auf die Bühne hole und du reden solltest? You don't know. Okay, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, wenn ich ihn jetzt bitten würde, sich lieber unterm Stuhl verkriechen würde oder den Saal verlassen würde, als hier oben auf der Bühne zu stehen. Aber warum ist das so? Was ist der Grund dafür? Weil wir alle die Situation unterschiedlich unbewusst bewerten. Und ich kann das total gut verstehen. Denn ich habe jahrelang mit Angst und Panikattacken vor der Kamera gekämpft, als ich live auf Sendung war und die Nachrichten moderiert habe. Es hat lange gedauert, mich daraus zu befreien. Irgendwann habe ich ein Buch geschrieben und bin damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich hätte nie gedacht, wie viele Menschen auf mich zukommen, weil sie auch mit Ängsten zu kämpfen haben, weil sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und wissen wollten, wie hast du das denn geschafft, da rauszukommen? Und ich kann euch sagen, das Thema Angst kann ein schweres Thema sein. Aber wenn wir offen darüber sprechen, wenn wir ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen, dann wird es auch ein bisschen leichter. Und zwar nicht nur, wenn man hier oben auf der Bühne steht und reden soll. Es gibt ja so viele andere Situationen, in denen die einen, hier, ja, ich bin dabei, mache ich total cool, und die anderen sich unterm Stuhl verkriechen würden oder den Saal verlassen würden. Und ich habe mal die KI gefragt, was gibt es denn so an Ängsten? Und ja, die hat mir so auf Anhieb 175 ausgespuckt. Da sind dann so Sachen bei wie Hippopotomonstrosis-Kippedaliophobie. Hat das schon mal irgendwer gehört? Ich habe lange gebraucht, um dieses Wort zu lernen. Das ist die Angst vor langen Wörtern. Ohne Scheiß, die gibt's. Ich habe es gegoogelt. Nochmal die KI überprüft. Oder es gibt zum Beispiel die Pogonophobie. Das ist die Angst vor Bärten oder dem eigenen Bartwuchs. Ja, du lachst. Die gibt es. Oder es gibt die Kolrophobie. Das ist die Angst vor Clowns. Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der das hat. Ja, das klingt total witzig, ne? Aber für Betroffene ist das der absolute Horror. Und ich will euch jetzt keine Angst machen, aber theoretisch kann jeder von uns hier in diesem Saal über kurz oder lang starke Ängste entwickeln. Also ich meine, die Liste ist lang, da wäre einiges im Angebot. Könnt ihr euch was aussuchen? Ich lege die gerne nachher aus. Ihr könnt mal reingucken, ob für euch was dabei ist. Wer hat denn noch nie mit Angst zu tun gehabt von euch? Ach, ernsthaft? Also Angst ist ja ein Schutzmechanismus des Körpers, des Geistes. Können wir da einmal drüber sprechen, wie das sein kann? Also ich habe noch niemanden kennengelernt, aber Respekt, die Maßnahmen, die du da ergreifst, die würden wir vielleicht alle ganz gerne lernen. Sehr, sehr spannend. Grundsätzlich ist es so, dass laut Statista jeder vierte Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens eine Angststörung entwickelt. Und das heißt, dass er oder sie im Alltag von seiner Angst so eingeschränkt ist, dass er das Gefühl hat, diese Angst gar nicht oder kaum kontrollieren zu können. Jeder vierte. Und wenn ihr euch jetzt mal umguckt, links, rechts, hinter euch, vor euch, da kann jemand sitzen, der mit starken Ängsten zu tun hat. Vielleicht seid ihr auch selbst betroffen. Und ich habe noch eine krasse Zahl mitgebracht. Eine Erhebung der IKK Classic hat 2023 ergeben, dass die Zahl ihrer Krankenkassenmitglieder mit einer Angststörung im Laufe von 10 Jahren um 40% gestiegen ist. Das ist echt krass. Und ich finde, wir müssen darüber reden. Wir müssen damit offener umgehen, weil es betrifft so viele Erwachsene nach Corona, aber eben auch viele Kinder und viele Jugendliche. Und Menschen, die starke Ängste haben oder die eine Angststörung haben, die glauben, dass sie diesem schrecklichen Gefühl, und es ist ein furchtbares Gefühl, hilflos ausgeliefert sind. Aber das sind sie nicht. Und das wusste schon der griechische Philosoph Epiktet vor rund 2000 Jahren. Der hat nämlich gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen,
sondern es sind unsere Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Ich selbst wollte schon immer auf der Bühne stehen und vor der Kamera. Ich wollte Moderatorin werden und das war ich dann auch irgendwann. War Moderatorin einer der bekanntesten Nachrichtensendungen im Fernsehen. Und es war ein Nachmittag. Ich sollte einen kurzen Nachrichtenüberblick moderieren. Ich stand im Studio, dachte so, mache ich auf einer Arschbacke. Kann ich. Bis zu dem Tag, an dem ich meine erste Panikattacke hatte. Das veränderte alles. Ich wollte an diesem Tag besonders kompetent und besonders souverän rüberkommen. Noch mehr als sonst. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr Druck gemacht. Die Gründe dafür, die findet ihr in meinem Buch. Aber ich hatte gedacht, wenn ich die Tonlage ein bisschen verändere und so in die Sendung gehe, dann klingt das total cool und lässig. Die Sendung fing an und ich merkte, verdammt, das funktioniert nicht. Ich kriege gar keine Luft. Ich konnte aber nicht anhalten. Ich musste weitermachen. Ich musste weiter lesen. Der Countdown lief ja. Ich musste weiter den Text im Teleprompter lesen. Mein Herz fing an zu rasen. Ich schnappte weiter nach Luft und auf einmal überkam mich eine Welle der Panik, die ich noch nie erlebt hatte. Mir wurde schwindelig, meine Knie butterweich und ich konnte diese Situation nicht ertragen. Ich raste durch diesen Text im Teleprompter und dachte, ich muss hier irgendwie raus, aber ich konnte ja nicht. Ich musste bleiben, weil wenn ich gehen würde, dann würde ich nie wiederkommen, das war mir klar. Und es steigerte sich so sehr, es war so schrecklich, dass ich dachte, ich kippe um und sterbe. Ich bin noch da. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf und dass ich auch darüber sprechen kann. Es hat lange gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin. Aber mit diesem einen negativen Moment hat sich alles, was vorher da war, verändert. Auf einmal hatte ich immer diese Angst, dass dieses schreckliche Gefühl wiederkommt. Und es kam. Es kam, wenn ich auf Sendung war. Es kam vor der Sendung. Es kam sogar, wenn ich zu Hause einfach nur auf dem Sofa lag und nichts machte. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich vielleicht irgendwie meinen Job verliere, weil irgendjemand das merken würde, was mit mir los war. Und ohne es zu merken, fütterte ich diese Angst unbewusst immer mehr mit meinen Vorstellungen und mit meinen Meinungen über sie und ließ sie immer stärker werden. Und natürlich suchte ich in der Zwischenzeit nach Antworten. Ich las, dass Angst ein natürlicher Schutzmechanismus ist, der Herr, der uns vor Gefahren schützt und eben vor einem heranrasenden Bus zum Beispiel weglaufen lässt. Ich weiß nicht, ob sie stehen bleiben, wäre mal interessant zu erfahren, können wir nachher mal klären. Und ich merkte oder ich las, diese körperlichen Symptome, die ich hatte, die waren alle völlig normal. Also das hieß ja, ich war körperlich gesund. Okay, das war schon mal eine Erleichterung. Aber ich lernte auch, dass mein Gehirn und mein Körper auf imaginäre Gefahren, also die, die ich mir einfach nur einbilde, genauso reagiert, als wären sie real. Und ich nehme euch mal kurz mit ins Gehirn. Katja hat schon so ein bisschen angefangen. Wenn ihr euch vorstellt, mittendrin in unserem Gehirn, so auf Höhe der Schläfen, in der Mitte, sitzt die Amygdala, habt ihr bestimmt noch im Biounterricht irgendwie in Erinnerung, auch das Alarmzentrum genannt oder auch Mandelkern. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe nämlich einen dabei. Guckt mal hier, ein Mandelkern. Von Form und Größe kommt das ungefähr hin mit der Amygdala. Und soll ich euch was sagen? Dieses kleine Scheißerchen hat so eine unfassbare Macht über uns. Wenn der in Sekundenbruchteilen analysiert, dass das eine Gefahr da und die kann real sein, die kann aber auch nur in unserem Kopf stattfinden, dann geht der auf 180 und dann sind wir sofort im Kampfmodus oder wir rennen weg. Gut, dass ich keine hohen Schuhe heute anhabe. Und das kann sogar sein, dass wir vorher unbewusst einfach nur diesen ganz kurzen Gedanken, oh Gott, das könnte schief gehen, dann ist der auf 180. Das Gute ist, der hat einen Gegenspieler. Es gibt also irgendwas dagegen, ja? Den PFC. Hört sich an wie ein Fußballverein, ist aber ein ganz, ganz schlechter, sage ich euch, der untersten Kategorie. Denn der spielt nur so lange mit, bis es richtig brenzlig wird. Wenn Stress kommt, dann stehen die Spieler ganz schnell so auf dem Platz. Blackout, kennt ihr, ne?
Der PFC, das ist der präfrontale Kortex hier vorne in unserem Gehirn. Und wenn wir den von der Größe vergleichen mit der Mandel, dann ist der riesig dagegen. Aber er ist auch ganz langsam in der Analyse von eventuellen Gefahren. Und bis der angefangen hat zu analysieren, ist die schon auf 180 und wir sind eben in diesem Modus oder rennen weg. Die Frage ist also, was können wir jetzt machen, dass die Mandel gar nicht erst durchdreht oder der PFC nicht aussteigt? Und da habe ich euch heute zwei Strategien mitgebracht, mit denen ich persönlich mit meinen Klientinnen arbeite und Klienten, aber auch persönlich selber gearbeitet habe, als ich in der Angstphase steckte. Wenn man mit diesen Strategien arbeitet, dann kann man sehr schnell auch Veränderungen spüren. Es gibt nur eine Sache: ohne Übung ist nichts. Also das ist so, wie als wenn du in eine Tanzschule gehen würdest, guckst dir nur an, wie die da schön tanzen und erwartest danach, du gehst raus und kannst diesen Tanz. Nee, Pusteblume ist nicht. Und in meinen Kursen und Workshops sehe ich immer wieder, wie wichtig es ist, tatsächlich neue Denk- und Handlungsmuster zu überlegen, was sind die richtigen und anzupassen und dann wirklich zu trainieren, damit die ins Blut übergehen. Und ich will euch diese zwei Strategien, es sind nur zwei von vielen, vorstellen. Die erste ist, denke bewusst. Die Frage an dieser Stelle wäre eigentlich gewesen, wie viel Prozent unseres Denkens, glaubt ihr, läuft bewusst ab? Katja hat eben schon 90% unbewusst, hieße 10% bewusst. Ich habe sogar Zahlen gefunden, zwischen 1 und 5% dessen, was wir denken, läuft bewusst ab. Das sind so Zahlen aus der Wissenschaft, das kann natürlich keiner so richtig nachvollziehen, aber das ist so eine Richtlinie. Das heißt, 36 Sekunden bis 3 Minuten in der Stunde denken wir bewusst. Das erklärt einiges, ne? Der Rest ist Autopilot, wie Katja es auch eben schon gesagt hat. Ja, was heißt denn das nun in Bezug auf unsere Angst? Das heißt, dass wir diesen riesengroßen Anteil unbewussten Denkens verkleinern müssen, dass wir uns bewusst machen müssen, was tun wir denn da? Womit befeuern wir die Angst immer wieder? Was sind unsere Gedanken? Was fühlen wir? Wie bewerten wir eine Situation unbewusst? Und wenn wir merken, die katapultiert uns in die Angst, dann müssen wir das ändern. Und das hat sich als sehr hilfreich erwiesen, habe ich selber festgestellt. Ich hatte dann in so Momenten, wenn die Angst kam, als eine der Strategien immer einen Zettel in der Tasche. Den habe ich rausgeholt, da habe ich mir bestärkende Gedanken oder bestärkende Sätze aufgeschrieben. Sowas wie, mache dir den gegenwärtigen Moment zum Freund. Ich habe es noch langsamer gelesen. Atme ruhig weiter und konzentriere dich darauf, wie du im Hier und Jetzt fest verwurzelt bist. Und wenn ich das getan habe und das mit einer ruhigen Atmung verbunden habe, dann habe ich es geschafft, die Mandel zu beruhigen und den PFC wieder ins Spiel zu holen. Also, bewusstes Denken ist ein wichtiger Schritt, den man gehen kann und den man auch gehen sollte. Meine zweite Strategie, die ich mitgebracht habe, ist, erlaube deiner Angst, da zu sein und sprich mit ihr. Ist jemand von euch schon mal in den Kontakt mit der Angst gegangen und hat mit ihr gesprochen? Ja, ja, oh tatsächlich, da kommen ein paar Reaktionen. Und wie war das? Super, die eine sagt super, wie war das bei dir? Ja, so ein bisschen zögern noch. Okay. Ja. Ja, spannend. Meistens ist sie dann gegangen und hatte auch Antworten, warum will sie mich dann beschützen. Genau das ist es nämlich. Ich hatte auch vor kurzem eine Klientin im Coaching, die verortete erstmal ihre Angst in ihrem Bauch. So, und dann hatte ich sie gebeten, beschreib mir doch mal ein Bild von deiner Angst. Wie sieht die aus? Und sie erzählte mir von einem wilden Pferd mit brennender Mähne, das in ihrem Bauch herumgaloppiert. Ich bat sie, dorthin zu schauen und richtig ranzugehen, aber es war schrecklich für sie. Sie fand es ganz furchtbar. Es dauerte einen Moment und irgendwann schaffte sie es, sich gedanklich vor dieses Pferd zu stellen und es da sein zu lassen. Und dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Dieses Pferd hat sich beruhigt und die Angst ließ nach. Und es war das erste Mal, dass sie auf positive Art und Weise mit ihrer Angst in Kontakt gekommen ist. Und es war ein Moment,
in dem sie sich so gut gefühlt hatte wie lange nicht. Also wenn ihr ein Pferd in eurem Bauch habt, dann sprecht mit ihm, dann schaut es an, dann nehmt es wahr und dann lasst es da sein und guckt mal, was vielleicht so für eine Reaktion kommt. Vielleicht ist es auch ein Kobold, bei manchen ist es auch eine brennende Kugel, was auch immer es ist. Sprecht damit, denn im systemischen Coaching oder in der systemischen Therapie gehen wir davon aus, dass jede Emotion, so wie Angst, ein Persönlichkeitsanteil ist. Und jeder dieser Persönlichkeitsanteile hat eine positive Absicht. Auch wenn die Strategie dahinter mitunter sehr fragwürdig ist. Hat jemand von euch den Film Alles steht Kopf gesehen? Ja, hier kommt die Hand hoch. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann schaut euch diesen Film mal unter diesen Gesichtspunkten an und guckt mal, was ihr für euch daraus mitnehmen könnt. Das ist total spannend. Wenn ich zum Beispiel hier unten sitze und denke, oh Gott, wann bin ich denn endlich dran? Wie lange redet die Katja dann noch? Dann gucke ich mal, wo ist denn die Freude in meinem Körper? Und wo ist die Angst? Ach, die Angst, die liegt in der Hängematte. Die ist total entspannt. Super. Dann gehen Freude und ich jetzt auf die Bühne und rocken hier die Show. Also, ich kann euch auch sagen, meine Angst hatte damals eine positive Absicht. Die wollte mich nämlich vor dem Versagen beschützen. Ich hatte unbewusst immer wieder diese Gedanken abgespult, ich kann das doch gar nicht. Und hatte damit meine Angst nur noch bestärkt und noch größer werden lassen. Und es hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und gleichzeitig bin ich der Angst heute dankbar. Allerdings hätte ich früher mir bewusst gemacht, was ich da eigentlich tue und hätte ich früher mal die Angst gesprochen und mal gefragt, warum sie eigentlich da ist, ich hätte mir Jahre des Kampfes ersparen können. Ich wäre viel schneller aus dieser Opferrolle herausgekommen, so von wegen, ich bin meiner Angst hilflos ausgeliefert, oh Gott, ich kann nichts dafür. Und ich wäre hineingekommen auf diesen Weg, ich übernehme Verantwortung für mich selbst und für die Emotionen in mir drin. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil unbewusst haben wir das ja alles, trainieren wir das jeden Tag, diese ganzen negativen Glaubenssätze über uns, über andere, über die Situation. Und wenn wir jetzt in die Bewusstmachung gehen, oh, verdammte Axt, dann ist das natürlich auch wahnsinnig schwer, was Neues zu etablieren. Es ist mit Arbeit verbunden, aber diese Arbeit lohnt sich und sie ist machbar. Und wenn ihr unter Ängsten leidet oder jemanden kennt, der unter Ängsten leidet, dann sage ich euch, sprecht darüber, macht es öffentlich, geht offener damit um. Es gibt so viele von uns, die betroffen sind und so viele, die sich nicht trauen und die sich wünschen, dass sie mal jemand anspricht. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wir alle tragen das Potenzial in uns, was es braucht, um Wege aus dieser Angst zu finden. Vielleicht brauchen wir Hilfe, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und ich bringe es mal auf den Punkt, muss ich die Mandeln noch mal rausholen. Die Angst ist knackbar, hört mal. Und wenn wir sie ausreichend zerkleinern, ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber es ist jetzt wirklich wichtig, wenn wir sie ausreichend zerkleinern, sorry, die Zeit rennt, ich weiß, dann wird sie auch leichter verdaulich. In diesem Sinne, alles Gute.